Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute bin ich mal wieder für euch in World of Warcraft unterwegs, denn ich möchte euch heute ja zeigen, wie man die Pet Battle Daily in der Garnison erhält. Und dazu müsst ihr zunächst erstmal eure Garnison, also sprich das Hauptgebäude, auf die dritte Stufe upgraden. Und dann könnt ihr bei der netten Pet Battle Dame eine, ja, Quest annehmen, welche heißt Haustiere gegen Ungeziefer. Und für diese Quest müsst ihr dann drei Ungeziefer in der Garnison besiegen. Und das erste der drei Ungeziefer, das haben wir hier. Und zwar ist das in der Nähe, ja, dieses Angler-Shoppens hier. Und das ist ein Wasserviech. Und ja, da habe ich mir mal drei Fledermäuse geholt, um das umzuhauen. Und zwar haben wir hier bei der Fledermaus diesen tollkühnen Schlag, der relativ stark ist. Und mit dem kriegt man das Pet ganz gut down. Also ich denke mal, andere Kombinationen gehen natürlich auch, aber gegen Wasserviecher nehme ich dann immer ganz gern diese Fledermäuse, beziehungsweise ja, also sprich die Fledermaus, dann die Vampirfledermaus und Fledermaus aus Tirrisfal habe ich da. Man kann natürlich auch mehrmals die gleiche haben und das dementsprechend so verwenden. So, das erste Viech ist down. Dann schauen wir uns mal das zweite an. Und zwar haben wir hier so eine Rübe. Ihr seht schon, ich gucke es am Anfang erstmal an, weil ich das auch hier zum ersten Mal mache. Und dementsprechend muss ich dann meine Pets dran orientieren. Und ja, hier haben wir ein Elementar. Und da habe ich mich zu entschieden, dass ich leider Wasserschreiter nehme. Ihr seht das hier. Ich nehme hier dieses Pumpen und dann noch dieser reinigen Regen. Denn dieser reinigen Regen, der erhöht den Wasserschaden. Und ja, beziehungsweise den Wasserschaden. Und dann dementsprechend kann man mit diesen Pumpen relativ viel Schaden verursachen. Ihr seht es hier. Die Zahlen sind vielleicht ein bisschen niedriger, weil ich muss dazu sagen, die ganzen Pets, die man hier angreift, die haben einen Buff drauf, dass sie 40% weniger Schaden nehmen. Also sprich ähnlich wie die legendären Pets aus Pandaria, wo man das Ganze her schon kennt. Und dementsprechend muss man da schon ein bisschen mehr drauf schießen. So, hier wird es dann doch ein bisschen knapper. Ein Viech habe ich noch, aber das sollte durchaus noch down gehen. Ja, 9 Life, das ist natürlich blöd. Ihr seht auch, das Ganze habe ich hier ein bisschen beschleunigt, weil die Pet-Battle-Kämpfe sind jetzt oftmals nicht ganz so spannend. Und deswegen habe ich das nochmal einen Ticken beschleunigt. Hier oben seht ihr nochmal, da habe ich die Quest angenommen. Da haben wir auch ein Pet, das man streicheln kann, aber das ist jetzt keins für die Quest. Also sprich hier mal diese Pet-Battle-Dame, wo ihr das Ganze annehmen könnt. So, jetzt fehlt mir noch ein einziges. Und laut Karte ist das hier vor der Garnison. Ihr seht schon hier Stufe 3, das hatte ich auch erst abgegradet. Spricht es noch relativ neu und sieht schon echt schick aus. Also, ich weiß nicht, wer von euch jetzt schon so weit ist, dass er die Garnison vollkommen abgegradet hat. Aber solltet ihr auf jeden Fall tun, lohnt sich. So, dann haben wir hier das letzte Viech und zwar ist es ja, so ein Kleintier. Und dazu sind ja bekanntlich Wildtiere recht gut, um Kleintiere zu besiegen. Da habe ich mir jetzt mal ein paar rausgesucht. Jetzt hier die vom Turnier, also Xuan und wie heißt der Ochse nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf Niuzhao, stimmt, ja, so war's. Und diese zwei Viecher, die sind relativ gut. Die hätte ich jetzt noch nicht so oft getestet, weil ich die ja erst bei diesem erhabenen Turnier erhalten habe. Und seitdem gab es ja eigentlich keine großartigen Herausforderungen im Pet-Battle-Bereich mehr. Aber hier kann man sie ganz gut einsetzen. Und ihr seht schon, Xuan haut das schon relativ gut runter. Beziehungsweise, es das heißt ja nicht zu Ende, sondern ein bisschen anders. Das ist ja dieses kleine Viech davon. Aber das ist ja hier jetzt auch relativ egal. Wie heißt Xufun heißt das kleine, genau. Ja. So, dann habe ich den hier auch besiegt. Fast nur mit diesem kleinen Tiger. Und jetzt geben wir das Ganze mal ab. Denn wenn wir das abgeben, kriegen wir danach hier eine schöne Daily. Und ja, auf die sind wir ja aus. Ihr seht das schon. Hier habe ich jetzt dieses Pet Battle Ding auf Stufe 1 und da haben wir diese Daily. Und die bringt nämlich gleich 8 Haustiermarken. Wer die anderen Dailies hier schon gemacht hat, also sprich in jedem Gebiet hier in WoD gibt es ja eine Daily, die bringen nur 4 Marken. Also sprich hier in diesem Pet Battle Ding kriegt man natürlich nochmal ein paar mehr Marken. Für was man die Marken braucht, das werde ich gleich nochmal sagen. Aber jetzt tun wir erstmal hier noch diese Quest erledigen. Und dazu greife ich wieder auf meine Wasserschreiterbatterie zurück. Ich finde das eigentlich so die besten, ja, die besten Viecher für Elementare. Seht schon, da kann man relativ gut Schaden verursachen. Wobei ich aber jetzt natürlich auch relativ viel von dem Elementar gekriegt habe. Aber es sind ja auch hier so legendäre Viecher. Also sprich, die sind jetzt nicht ganz ohne. So.
Genau. Jetzt schauen wir mal den Feuertypen. Zwei habe ich noch, das müsste eigentlich rausgehen. Und da kriegt er einen relativ hohen Crit. Die haben jetzt diesen Effekt nicht mehr, also sprich, die kriegen jetzt den vollen Schaden, sind aber dafür auch zwei und dementsprechend auch noch ein bisschen knackiger. Die haben ja auch relativ viel Life gehabt. So, dann komme ich zu guter Letzt noch darauf zu sprechen, was die Gute denn hier alles am Verkaufen ist. Und zwar können wir da gleich mal reinschauen. Denn wir haben hier einige kosmetische Items, die wir schon kennen. Unter anderem hier unten seht ihr einiges, beziehungsweise auf der nächsten Seite. Aber uns interessieren ja mehr die Items, die uns was bringen. Unter anderem hier dieser Stein, bei dem wir unser Pet auf Blau upgraden können. Beziehungsweise die Wurst hier, die uns 25% mehr EP bringt. Oder auch hier dieses Steak, was uns nochmal 50% bringt. Ist übrigens stackbar, die beiden Items. Dann haben wir die Bandagen, die kennen wir ja schon. Dann haben wir hier diesen Stein, wo wir einen Pet einfach ein Level upgraden können, beziehungsweise noch diesen mysteriösen Beutel, aus dem, ich habe es ausprobiert, kommen auch solche Steine raus, aber diese Steine sind so aufgebaut, dass ihr nur eine bestimmte Art von Pets upgraden könnt. Wenn ihr jetzt ein bisschen auf Risiko steht und euch Steine, also hier diesen Marken sparen wollt, dann kauft ihr euch diesen Sack und könnt dann halt billiger im Endeffekt eure Pets aufwerten, wenn ihr denn die richtigen Steine erhaltet. Also das ist so ein bisschen ein Roulette-Spiel. Ja, dann sind wir hier schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Vielleicht werde ich noch für die anderen Pet-Battlemeister, also in den ganzen Gebieten gibt es hier, wie wir wissen, noch einen neuen Pet-Battlemeister, der übrigens auch Marken droppt, ein Video aufnehmen. Da muss ich aber noch gucken, wie ich es zeitlich hinkriege, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall dann nochmal was machen. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Sollte das der Fall sein, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.